Herzlich willkommen zu den Sendix Einblicken, unserem wöchentlichen Format, mit dem wir Sie über die neuesten Erkenntnisse aus dem Sendix Research und wie wir diese in unseren Investmentfonds umsetzen, informieren. Wir werfen diese Woche einen Blick auf das Sendix-Sektorsentiment. Einmal im Monat befragen wir die Anleger auch zu ihren Einschätzungen der Sektoren. Und da haben wir dieses Mal drei ganz interessante Daten gefunden, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Zunächst blende ich Ihnen ein das Chart des absoluten Sentiment für den Bausektor, was wir hier sehen. Und das absolute Sentiment ist ein Stück weit zu lesen, wie der strategische Bias in den Sentix-Daten, dass wir einen massiven Vertrauensverlust in den Bausektor haben. Das absolute Sentiment fällt also deutlich zurück, hat auch vorher vor dem Hoch eine negative Divergenz ausgebildet. Und was hier klar zum Ausdruck kommt, ist, dass die Anleger eine Gewinnmitnahmebereitschaft entwickelt und die speist sich unseres Erachtens nach aus den Unruhen, die wir ja am Zinsmarkt haben. Wir haben in den letzten Wochen bedingt durch die restriktivere Notenbankpolitik, vor allen Dingen im Bereich der kurzfristigen Zinsen, ordentliche Zinsanstiege gesehen. Und der Bausektor ist traditionell mit dem Immobiliensektor und der Immobiliensektor wiederum mit dem Zinsmarkt eng verknüpft. Wenn wir beispielsweise uns den Immobiliensektor mal betrachten, dort ist die Stimmung schon recht trübe geworden. Hier sind die Zinsauswirkungen deutlicher zu spüren und im Bausektor sehen wir es, wie gesagt, jetzt aktuell. Und wenn wir uns diese Entwicklung im Bausektor zum Beispiel mal anschauen mit dem sogenannten Einkaufsmanager-Index für den Bausektor, dann soll das nicht überraschen, wenn die nächsten Datenveröffentlichungen, die nächsten 2 Monate kommen, eher auf der negativen Seite überraschen werden und damit auch diese Indikation, die wir hier bekommen, ja, ein Vorbote ist für eine schwächere Performance. Entsprechend haben wir diesen Sektor in Sendix Risk Return A, unserem globalen Aktienfonds, wo wir die Sektorstrategien aktiv umsetzen, auch entsprechend ja nicht nur relativ untergewichtet, sondern haben eine weitere Verkaufsposition in diesem Sektor aufgebaut. Das zweite Sentiment-Signal, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist der Bankensektor. Auch den blende ich Ihnen ein. Und hier haben wir ein Allzeithoch in der relativen Stimmung für den Bankensektor gemessen. Eine sehr außergewöhnliche Entwicklung. Banken haben in den letzten Wochen relativ gut performt, weil natürlich Banken durchaus ein Profiteur sind von der Normalisierung der Zinslandschaft. Man darf nicht vergessen, es nimmt den Banken natürlich etwas Druck weg. Speziell der Zinsanstieg am kurzen Ende führt ja dazu, dass man Einlagen, die man von Kunden bekommt, für die man ja sogar Negativzinsen den Kunden zum Teil in Rechnung stellt, sogenannte Verwahrentgelte, am Geldmarkt nun aber gewinnbringend anlegen kann. Also eine ganz interessante Konstellation, die dazu führt, dass hier die Banken einen Zusatzertrag möglicherweise machen können, und das hat sich bei den Anlegern rumgesprochen. Und wenn wir das Sentiment uns anschauen, dann sehen wir hier fast 2 Standardabweichungen Optimismus, also ein sehr euphorisches Sentiment. Und Sie können es an der Grafik schon so erkennen: 2013, 14 hatten wir mal ähnliche Sentimentspitzen im Bankensektor gehabt. Und wann immer wir ein so optimistisches Sentiment haben, war es zumindest nicht weit, bis wir bei Banken zumindest mal eine taktische Reaktion gesehen haben. Deswegen auch hier für uns, für unsere Aktienstrategie ganz klar die Indikation, den Bankensektor im Moment taktisch für eine Korrektur unterzugewichten aufgrund des Sentiments. Ja, und last but not least, der dritte Sektor, den wir zeigen möchten, ein Lieblingssektor der Anleger, der Technologiesektor. Und hier haben wir das Gegenteil, wir haben einen sehr, sehr großen Pessimismus in diesem Sektor. Ein Allzeittief haben wir hier in der Anlegerstimmung mit fast 1,3 Standardabweichung. Allerdings ist das für den Technologiesektor eine sehr außergewöhnliche Entwicklung. Normalerweise schwankt das Technologiesentiment nur zwischen der Neutrallinie und dem Optimismus, weil Technologie bei Anlegern ein positiv besetzter Sektor ist. Wenn wir uns in der Geschichte das längerfristig anschauen und die Grafik zeigt Ihnen das Sentix-Sektor-Sentiment für Technologie zurück bis ins Jahr 2001, dann sehen wir, dass ein so negatives Sentiment im Regelfall nicht dazu geführt hat, dass der Sektor unmittelbar wieder zum Kauf war, sondern es ist ein Indiz dafür, dass hier etwas grundlegend
mit dem Sektor nicht stimmt. Und in der Vergangenheit war es immer richtig, zumindest auf eine Gegenbewegung in dieser Stimmung zu warten, bis also Anleger sozusagen wieder etwas mehr Vertrauen fassen. Deswegen sind wir in diesem Sektor auch in unserer Aktienstrategie weiter neutral. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein von dem Sendix Sentiment Ausblick oder den Sendix Einblicken, die wir Ihnen Woche für Woche bereitstellen. Vergessen Sie bitte nicht, uns ein Like dazulassen, abonnieren Sie den Kanal und wir würden uns freuen, Sie in der nächsten Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.